Hello Party Peoples and welcome to my channel Bestechlich. Ja, worum geht's denn jetzt genau in diesem Video? Ja, der schlaue Fuchs wird entdeckt haben, da könnte es sich um einen Tattoo-Drucker handeln. Ja, und zwar diesmal auch ein Tattoo-Drucker und kein Thermokopierer. Ja, wie es damals der China-Drucker von Amazon, habe ich den glaube ich bestellt damals. Video dazu blende ich nochmal ganz kurz hier ein, also das Thumbnail davon. Link dazu in der Videobeschreibung, wer sich dafür interessiert, kann das gerne mal irgendwie abchecken. Würde ich euch aber nicht mehr empfehlen, weil der Thermodrucker, den ich jetzt bestellt habe, der ist da deutlich besser und er ist sogar günstiger zu bekommen. Ja, besorgt habe ich mir diesen Drucker bei Temu. Ja, ist ja in aller Munde gerade hier. Oh, Shoppen wie die Millionäre, hast du nicht gesehen. Ja, habe ich einfach mal reingeguckt und habe diesen Drucker dort entdeckt und muss sagen, ich habe den wochenlang, wenn nicht gar monatelang, bei Amazon in meiner Beobachtungsliste gehabt. War aber zu knausrig, mit den zu bestellen, weil der war, glaube ich, lag bei 250 Euro. Dann war er meinem Angebot für 199 Euro. Und ja, da ich einen EcoTank-Drucker hier habe, habe ich mir gedacht, so brauchst du den wirklich? Und jetzt habe ich gedacht, aber trotzdem, wenn du mal was hast irgendwie mit dem EcoTank, da sagst du mal, ich brauche mal eben schnell einen Backup-Drucker oder sonst was. Oder wenn das WLAN hier ausfällt, bis ich das nochmal mich eingelesen habe, wie ich das einfach mit meinem Handy verbinde, bin ich mit Bluetooth deutlich schneller. Ich habe gedacht, ich besorge mir einfach mal dieses kleine Gerät, denn dort bekommt ihr das zum schlanken Taler von 120 Euro, so roundabout. Ja, also ich habe keine 121 Euro bezahlt, das war irgendwie ein bisschen drunter, 120, 94 oder was weiß ich, irgendwie sowas. Ja, und wie gesagt, bei Amazon war der deutlich teurer, deshalb habe ich gedacht, für 120 Euro, da kann man das mal ausprobieren, das Teil. Ja, angekommen ist es hier und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Studiokollege nicht, aber ein anderer Tätowierer meines Bekanntenkreises, meines Freundeskreises, der war hier zu Gast, hat mich noch schön tätowiert. Aber dort und dort. Und auf jeden Fall hat der, als ich noch hier am Tätowieren war, hat der sich schon mal mit dem Drucker befasst ein wenig. Hat den schon für gut befunden. Und da habe ich gedacht, das muss ich mir heute jetzt, an dieser Stelle muss ich es heute mal nachholen und werde es auch mal ausgiebig antesten. Ja, schauen wir uns den Drucker gleich mal an. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, um welchen Drucker es sich handelt. Ist der Fomemo M08F. Let's fetz. Hier bekommt letztlich hier diesen Knüppel aus dem Sack, ja, zugeschickt. Karton habe ich nicht mehr, habe ich alles entsorgt. Aber ihr bekommt halt so eine kleine Schutzhülle für euren Drucker. Ich habe mir den in dieser ganz eleganten Farbe besorgt. Elegant ist gut. Naja, also ihr kriegt den auf jeden Fall in schwarz, komplett schwarz. Dann kriegt ihr den schwarz mit Türkis hier an den Seiten, wo ich jetzt orange habe, ja. Und ich habe ihn halt in weiß besorgt. Ja. Ich glaube, in pink gibt es den sogar auch noch. Ja, also für die Mädels oder den pink begeisterten Mann gibt es das auch. Ansonsten, ich habe den in weiß besorgt, weil ich finde, das passt sehr gut zum EcoTank, der ja auch bekanntlich weiß ist. Ja, hier vorne habt ihr einmal ganz kurz draufstehen, die Funktion des Ganzen. Ja, also ich kann das mal eben so in die Kamera halten, wenn das nicht zu sehr spiegelt, hoffe ich. Wenn nicht, erzähle ich euch das jetzt sowieso nochmal. Also einmal für 3 Sekunden halten, dann geht der Drucker an. Dann steht hier nochmal, welche Seite oben sein sollte. Vorhin war das Bild sehr interessant. Es steht halt nicht bei, was denn genau, welche Seite soll denn jetzt oben sein? Ja, weil ich meine, unser Stencil-Papier, das ist ja mehrlagig, aber ich vermute mal, dass dieses Ding halt wieder mal zweckentfremdet wurde für irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, was man normalerweise am druckt. Quittung oder sowas, ich habe keine Ahnung. Das ist für uns nicht ganz so wichtig. Und dann einmal hier direkt ein QR-Code, wo ihr dann zur korrekten App kommt, die ihr dafür braucht, um damit drucken zu können. Anschalten tun wir den einfach mal hier. 1, 2, 3. So, jetzt leuchtet da das kleine Lämpchen. Das Ding ist an. Ja, integrierter Akku. Ich kann euch leider nicht dazu sagen, wie lange dieser Akku hält. Ja, also der Kollege hat das Ding hier im Studio, ich sag mal so 3-4 Stunden lang an. Und das Ding war noch nicht aus. Er hat aber auch nicht, sag ich mal, 3-4 Stunden am Stück gedruckt. Ja, also hat immer wieder mal was gedruckt, mal getestet, hin und her. Also so lange hat er schon mal gehalten. Was ich ziemlich gut finde. Und wenn man ihn zwischendurch ausmacht, hält er wahrscheinlich auch deutlich länger. So, ich würde sagen, ich suche mir jetzt einfach mal hier so ein Motivchen raus. Ich mache mal in der Zeit noch eben schnell eine Bildschirmaufnahme, damit ihr seht, was ich alles so hier so tue. 3, 2, 1, let's go. Dann kann ich die euch nämlich einblenden. Vielleicht blende ich mal hin und her. Wenn nicht, seht ihr es hoffentlich auch so. Ich nehme jetzt einfach irgendein Motiv hier. Was haben wir hier? Nehmen wir mal hier aus meiner 90er-Jahre-Kollektion. Hier, da habe ich Inspector Gadget. Ja. Einen schönen Schriftzug oben wegmachen, genau. So,
Ich drehe das jetzt auch nicht extra spiegelglatt, jetzt nicht drucke es einfach so, wie es ist. Ne? Also ganz normal, oh, die Ebene wollen wir nicht. Genau, wir wollen ja alles andere haben. So, ich drucke das immer in PNG aus. In dem Fall muss man aber dazu sagen, ihr könnt hier nicht so schön integriert, sage ich mal, mit der App arbeiten wie mit dem EcoTank-Drucker. Ja, also die Epson-App ist da deutlich besser. Ihr könnt halt direkt von eurer Zeichen-App könnt das in die Epson-Drucker-App, ja, in die Epson-Drucker-App könnt ihr es reinladen, könnt das dann direkt ausdrucken, fertig. Bei der Fomemo-App geht das leider nicht. Ihr müsst also erst einmal eure Datei, die ihr habt, als Bild sichern und dann könnt ihr es importieren. So, ich drücke mal eben hier auf Bild sichern, zack. Export erfolgreich, das ist schon mal gut. Dann suchen wir mal hier da unten, rechts habe ich hier die Fomemo-App. Ja, leider hat sie kein Querformat, man kann es nur hochkant machen, also machen wir einmal so. Ich hoffe mal so, seht ihr auch noch was ein bisschen. Wenn nicht, ich hoffe mal, ich kriege das Bild von der Bildschirmaufnahme dann auch gedreht, ja. So, in dem Fall wollen wir jetzt hier ein Bild drucken. Dann gehen wir mal hier rein. So, wir wollen eine, ja, ich stehe mal eine freie Bearbeitung, was anderes würde ich nicht sagen. So, da seht ihr schon zwei Sachen, die schon mal angetestet wurden. Wo kann ich jetzt das Ding raussuchen? Stellen Sie mehr Fotos ein, wahrscheinlich da oben, jawohl. Und dann haben wir hier den Inspector Gadget. So, jetzt klicke ich mal da drauf, den möchte ich mich gerne gleich bearbeiten. Abschließen. Oh, jetzt habe ich den 27 mal ausgesucht. Okay. Merkt euch also, wenn ihr 1000 mal drauf drückt, wir seht hier unten, fehlt das auch 1000 mal an. Ist vielleicht gar keine uncoole Zusatzfunktion. Ja, da braucht ihr nämlich nicht, wenn ihr jetzt, sag ich mal, Partner-Tattoos oder so schlecht jetzt irgendwie die Dinger kopieren und so weiter, einfach zweimal drauf und geht es auch so. Ich schließe mal ab. So, jetzt haben wir hier auch, können wir hier einstellen, die Größe wieder mit Zoom hier, wie auch immer wir das haben wollen, in welcher Größe. Ich mache das einfach mal relativ groß. Die 90er wird natürlich gleich falsch herum sein. Warum? Weil ich weil ich das vorhin nicht gespiegelt habe, das Bild. Ja, aber das ist nicht so wichtig. So, ich lasse es mal eben hier so stehen. So, da haben wir alles. Das ist unser Drucker hier. Seht ihr den gut? Ja, ne, seht ihr gut. Ne? So, und dann habe ich hier das Spirit-Papier. Einmal natürlich hier in der Mitte. Dieses Papierchen kommt da raus, ja, das müsst ihr wegpacken. Wer sowas noch nicht weiß, der kann sich gerne mal das Thema China-Drucker nochmal angucken, das Video, da habe ich das nämlich auch nochmal erklärt. So, und dann hier ganz wichtig, das gelbe Papier noch abmachen, sonst funktioniert der Trick nämlich nicht. Und was jetzt noch eine Besonderheit ist bei diesem Drucker, der ist halt ausgelegt auf DIN A4, ja, was bedeutet, wir müssen uns einen kleinen Rand hier abschneiden, weil diese Sachen, die sind alles US-Lettergröße, also ein bisschen zu breit für den Drucker. Dafür habe ich glücklicherweise hier noch irgendwo eine Schere versteckt. Ich sag mal, so grob einen Zentimeter würde ich abschneiden, ja. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Zack. Das ist natürlich eine blöde Mehrarbeit, die man da machen muss. Da ging jetzt so ein Ecotank oder wie auch immer. So, zack. Das haben wir schon mal abgeschnitten. So, diesen Lappen hier tun wir dann mal beiseite. Anwerfen tun wir den jetzt noch. So, sehr schön. Ich muss das Ding nur noch hier reintüdeln. So, jetzt hat er das ganze Ding erfasst. Jetzt können wir auf Drucken gehen. So. Okay. Dann drucken wir mal. Zack. Und dann schauen wir uns das mal an, ob das schön hier reinzieht. Ah, jetzt legt er los, okay. So, ich halte das mal ein bisschen hoch für euch, damit ihr das besser seht. Mein erster Test mit diesem Drucker, mein selbstständiger Test. Aber so am ersten Blick sieht er schon mal gut aus, was da so rauskommt. Jetzt muss ich sagen, das Spirit-Papier ist verdammt alt, weil ich habe schon ewig nicht mehr dieses Papier benutzt. So, das Teil ist durch. Die App zeigt mir das an. Ja, im Drucker ist kein Papier mehr drin, was ja logisch ist, weil das Papier ist hier fast draußen. Weiß ich schon. So, dann kann ich hier auch da einmal ausmachen, die Bildschirmaufnahme, denn damit ist das Thema erledigt. So, hinten hängt jetzt noch ein bisschen Lappen dran. Ihr könnt hier auch jetzt, entweder könntet ihr jetzt reißen, was ich nicht empfehlen würde. Dafür habt ihr vorne zwei kleine Buttons, wo Push drauf steht. Einmal links, einmal rechts. Aufmachen, rausnehmen, fertig. So, einfach wieder zumachen, kurz halten, blub, und der Drucker ist aus. Schauen wir uns mal das Ergebnis an.
an dieser Stelle. Ja, ich reiß das mal hier ab, damit das besser sehen. So, zack. Einmal so, und bevor nämlich dieses ganze ekelhafte Zeug wieder meine Hände klebt, entsorge ich das ganz schnell. Schauen wir uns mal das Druckergebnis an. Ja, also, das hier wäre dann letztlich der Ausdruck. Ja, ich halte das ein bisschen nah vor der Kamera, dass ihr das gut sehen könnt. Ihr seht hier noch so zwei Streifen drin. Ich glaube nicht, dass das jetzt am Drucker lag. Ich glaube eher, das lag daran, dass das Papier so ein bisschen geknickt war. Seht ihr auch hier unten noch. Ja, also wie gesagt, ich habe schon hab vorhin gesagt, das ist schon relativ alt gewesen, das Spirit. Habe ich noch irgendwo in der Truhe gefunden gerade hier. Und ja, dementsprechend ist es natürlich ein bisschen verknickt. Ich habe nämlich gerade noch einen Testdruck gemacht mit dem S8. Zeige ich euch auch mal eben ganz schnell. Das war nämlich deutlich frischer und da habe ich überhaupt gar nichts im Druck gehabt. Seht ihr das? Und das sogar bei den kleinen Feinlinien richtig gut. Also da muss ich sagen, ja, der ist sein Geld wert. 120 Euro kann man auf jeden Fall investieren. Und nebst diesem kleinen Säckchen hier bekommt ihr natürlich auch noch ja, letztlich so ein Quick Start Guide. Ich habe da gar nicht reingeguckt, der Kollege glaube ich auch nicht. Und ihr habt noch ein paar USB-Kabels dabei. Ja, damit ihr euren Drucker auch anschließen könnt. An jedem Handy-Ladekabel geht das Ding anzuschließen. An jede USB-Steckdose. Ist USB-C-Anschluss am Gerät selbst. Ist also schon mal auch dort relativ praktisch. So, das war der Fomemo M08F Thermodrucker. Abschließende Worte dazu, vielleicht ganz kurz. Ich denke, dieser Thermodrucker ist top geeignet für Leute, die A, nicht viel tätowieren, ja, also wo die sagen, ja, ich habe mal hier ein paar Kunden, was ich sag mal, ich habe mal einen Kunden pro Woche oder so, ja, die sagen, ich tätowiere nur nebenbei, ist das Ding auf jeden Fall cool, weil du halt gar nicht erst der Gefahr ausgesetzt wirst, dass vielleicht dein Ekotank irgendwie verstopft wird, weil so lange nicht gedruckt wurde oder weil der ewig Zeit in der Sonne gestanden hat oder irgendwie so ein Zeugs. Ja, dieses Risiko schließt ihr dann damit schon mal aus. Die Anschaffungskosten für diesen Drucker sind natürlich auch extrem günstig. Die Frage ist natürlich, wie lange er hält. Das kann ich euch natürlich nicht beantworten. Ja, ich finde ihn von der Qualität und vom Aufbau her gleich auf mit einem Brother-Drucker. Also ich habe jetzt wirklich, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas anderes finde, wo ich sage so, das ist jetzt aber schlecht daran. Einzigster Kritikpunkt, doch, den habe ich wohl, einzigster Kritikpunkt ist natürlich, dass das Ding nicht auf US-Letter abgestimmt ist, sondern auf DIN A4. Ja, das heißt, ihr müsst halt einen Rand abschneiden da kurz ein bisschen, habt also ein bisschen schmaleres Blatt, als wie ihr vielleicht von einem Brother-Drucker dann gewohnt seid. Aber das sind halt, das, ich sag mal, da wiegt, sag ich mal, das wiegt das Ganze nicht auf. Ich finde, das ist jetzt nicht so schlimm, dass das sagen wir, deshalb kaufe ich mir lieber dann Brother als wie den. Ja, wie gesagt, für Leute, die wenig tätowieren, ist das geeignet. Für Leute, die ein Backup haben wollen, so wie ich mir den jetzt zugelegt habe, ja, falls mal irgendwas sein sollte. Dann für Leute, die auf Messe viel gehen oder so, denke ich mal, ist das auch praktisch. Ich zum Beispiel würde den auch, wenn wir irgendwie auf die Börse gehen, auf die Börse, wenn wir auf die Tattoo-Messe gehen. So, wenn wir auf die Tattoo-Messe gehen, würde ich auch den einpacken und nicht den schweren Ekotank irgendwie einpacken, dann gucken und dann alles mit WLAN verbinden und hast nicht gesehen. Dann würde ich lieber hier den kleinen mitnehmen und habe da schnell praktisch was am Mann. Ja, ansonsten die dauerhaften Kosten muss man natürlich auch noch berücksichtigen. Ja, also wenn du jetzt ein Tattoo-Studio hast und sagst, yo, ey, ich hole mir den für mein Tattoo-Studio. Also da wäre ich zum Beispiel raus für einen Hauptdrucker. Ja, das liegt daran, dass einfach mit Thermo-Stencil-Papier, sage ich mal jetzt so einfach, dass das einfach viel zu teuer ist, ja, im Verhältnis zu einem Ekotank. Ja, ich habe das auch schon mal ausgerechnet, ich glaube in dem Video zum Ekotank-Drucker. Ich blende das mal hier nochmal ein, wen das interessiert, zieht euch das gerne nochmal rein. Damals bin ich, glaube ich, aber vom Preis eines Brother-Druckers ausgegangen, wenn man jetzt mit Thermopapier, Stencil-Papier arbeitet. Ne? So, das ist halt nochmal ein großer Unterschied. Dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Thermokopierer, Thermodrucker, wie auch immer, die richtig in die Vollen langen, wo das Ding dann irgendwie 1200 Euro kostet oder sowas. Die gibt es natürlich auch noch. Ich sag mal, ich persönlich finde, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich mit einem Ekotank machen kann. Ja, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, was ich mal ausgerechnet habe. Ich werfe mir jetzt fiktiv 10 Cent in den Raum, indem ich einen Ausdruck über einen Ekotank-Drucker kostet, während von mir aus mir über diesen Thermokopierer, Thermodrucker, wie auch immer, mit diesem speziellen Papier mich das Ganze ungefähr 1 Euro kostet. Ja, so ein Verhältnis. Also das Zehnfache von dem, was ich mit dem Ekotank bezahle. Das ist natürlich für den Studiobetrieb unwirtschaftlich, deshalb würde ich da weiterhin natürlich auf den Ekotank setzen, aber dieses Teil halt für Messen benutzen.
Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ja, außer wenn ihr euch noch für andere Drucker interessieren solltet, ich verlinke, wie gesagt, alles nochmal in der Videobeschreibung. China-Drucker, also quasi die Version 1, wo ihr noch das Blatt Papier reinpacken müsst, verlinke ich euch dann einmal zum Ecotank das Video und dann auch nochmal vielleicht die Problemlösung, wenn man einen Ecotank hat, wie man was machen kann. Bei dem China-Drucker-Video kommen nicht auch noch Tipps dabei, wie man zum Beispiel den Druck vernünftig hinkriegt und so weiter. Wer also im Zwiespalt ist, welchen Drucker er jetzt genau wählen soll, kann sich vielleicht diese Videos auch mal reinziehen, um Gewissheit zu bekommen. Ja, und wer sich jetzt gefragt hat, wie komme ich denn in so ein geiles T-Shirt? Ja, das ist mein neues Merch, ja. Was es einmal so gibt und auch noch in der Variante Beige, Gold und Schwarz. Neongrün. Ja, wer da Bock drauf hat, einfach mich über Instagram anschreiben und dann, ja, tüdeln wir es ein. Oder ihr schaut einfach unter meiner WhatsApp-Nummer, die irgendwo hier unten gleich eingeblendet wird. Dort ist auch mein Katalog drin, da findet ihr auch Wannadoos von mir und so weiter und so fort, mit Preisen und allem drum und dran. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, irgendwie auf sowas oder auf irgendein Stuff, einfach mal reinschauen und dann mich anschreiben und dann werden wir uns da schon einig. Alles klar, liebe Leute. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut da rein. Bis demnächst. Ciao mit V. Rock me, baby.